Fang an, Junge! Yo, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video. Hier auf FC Fabio. Ja, ich muss erstmal durchatmen. Was da eben passiert ist, ich habe es immer noch nicht wirklich gecheckt und immer noch nicht wirklich verarbeitet. Wow. Ja. Reaction zum Spiel der Conference League. Playoff gegen Ferrovar FC zu Hause. Wie ihr hört, meine Stimme ist komplett gefickt. Ich habe mir die Kehle aus dem Hals gebrüllt. Ja, was soll man sagen? Stadion war nicht ausverkauft, Stimmung war trotzdem überragend. Auch wenn der Tag für mich persönlich und meine Marsch und Kacke anfing, weil wir übelst im Stau waren und erst um, ich glaube, 10 nach 8 im Stadion waren. Katastrophal in jedem Fall. Ja, dennoch Stimmung überragend. Mannschaftsaufstellung eigentlich relativ unverändert. Chabot und Pedersen eigentlich das Einzige, was man verändert hat. Also da hat Baumgart es einfach mal wieder nur spannend gemacht. Ja, Spiel fängt an. FC arbeitet, ackert, hat jetzt nicht die Riesenchance, aber ich fand, man hat ab der ersten Minute gesehen, dass wir, und das habe ich auch Ende des Spiels, trotz des Ergebnisses, bin ich immer noch der Meinung, dass wir fußballerisch Lichtjahre besser sind als der Gegner, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ja, ich habe für meinen Teil, auch wenn es wie gesagt nicht die großen Chancen am Anfang gab, eine eindeutig bessere Kölner Mannschaft gesehen. Und dann passiert eigentlich das Perfekte, was in so einem Spiel passieren kann. Du spielst gegen einen Gegner, der Underdog ist, du spielst gegen einen Gegner, der mit Fünferkette agiert und du tust dich dann auf lange Sicht des Spiels schwer dagegen Chancen zu kreieren und du gehst aber dann früh in der 14. Minute 1-0 in Führung. Ja, Dietz, der sich gut durchtankt, der den Ball dann vom Tor auch stark verwandelt, wie ich finde. Ja, und dann führst du 1-0, das Stadion ist noch mehr da als vorher. Die Choreo, wie die Fans angefeuert haben. Man hat einfach von der Seite 0 gesehen, finde ich, dass es nur Sitzplätze gab. Die Leute standen alle gut zusammen, man hat Stimmung gemacht, man hat Rabatz gemacht. Ja, die Mannschaft nach vorne gepeitscht. Dann schießt du eben durch Flo Dietz dieses frühe Tor. Das Stadion ist noch mehr da. Ja, und dann kommt die Szene mit Jeff Chabot. Ja, ich muss euch sagen, Freunde, und das sage ich ja immer, wenn ich im Stadion bin, ne, wenn man im Stadion sitzt, dann sieht man das vielleicht nicht so gut wie am TV. Ich hatte in jedem Fall in dem Moment das Gefühl, dass Hübers noch hätte eingreifen können, habe aber dann in der Halbzeit via Facebook auf sämtlichen Köln-Gruppen gelesen, dass die allermeisten Leute gesagt haben, das kann man so geben. Dann ist das so. Trotzdem, ob man das jetzt geben kann oder nicht, muss ich sagen, ist das auch nicht so clever von Chabot gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin, weil natürlich muss er zum Ball hin, aber ob er da so ungestüm hingehen muss, weiß ich halt nicht, Freunde, denn ich bin halt der Meinung, jetzt unabhängig davon, ob Hübers da noch eingreifen kann oder nicht, ist es halt wahrscheinlich trotzdem keine hundertprozentige Torchance, weil der Spieler so von halb links kommt. Natürlich wäre es eine sehr gute Chance geworden, aber I don't know, Digga, keine Ahnung. Ich müsste es mir nochmal angucken, ich werde es aber heute mir nicht mehr angucken. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir überhaupt nochmal angucke, weil ich echt sehr gebrochen bin von dem Spiel. Ja, dann gab es die rote, laut größten Teil des Netz war die in Ordnung. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl gehabt, Hübers hätte noch eingreifen können. Wie dem auch sei, das war der Gamechanger für die Ungarn, diese rote Karte. Ja, dann machen sie kurz danach den Ausgleich durch Ziyadze oder wie der heißt. Ja, sehr schade, köpft eigentlich genau in die Mitte auf Schwäbe. Natürlich muss Schwäbe irgendwie spekulieren und macht dann halt den einen Schritt. Ja, der Ball geht dann halt gegen die Unterkante der Latte und geht rein. Das ist halt einfach Lack. Das war zu dem Zeitpunkt die erste richtige Torchance, die die Ungarn hatten, meiner Meinung nach. Man ist noch zweimal ins Abseits gelaufen. Ja, und hat, glaube ich, einmal ins Außennetz noch geschossen. Aber das war auch alles. Es war nichts Gefährliches dabei. Also bis zu dem 1-1 waren wir
ganz klar die bessere Mannschaft, meiner Meinung nach. Ja, und nach dem 1-1, muss ich sagen, habe ich mir so gedacht, boah, Jungs, rettet es irgendwie in die Halbzeit. Rettet es einfach irgendwie in die Halbzeit. Ja, und was passiert dann? Da macht der Sohn von Dardai so einen Schuss und knallt den da ins kurze Eck, volles Rohr rein. Den macht er, glaube ich, auch wahrscheinlich nie wieder so. Ja, war der zweite gefährliche Abschluss, der dann das zweite Tor bringt. Ja, keine Ahnung, das Spiel hat mich irgendwie in der ersten Halbzeit und dann je länger das Spiel wurde, dann auch zum Ende hin, wo dann auch viel Zeitspiel betrieben worden ist, hat mich irgendwie so 100% an das Spiel erinnert, damals in der Euroleague gegen Belgrad. Die haben irgendwie 1-1 genauso abgewichst gespielt, wie Verevar das heute gemacht hat. Oder Verevar, was weiß ich, wie man die ausspricht. Ja, was muss man sagen? Keine Ahnung, also ich finde, dieses Spiel hat in jedem Fall keine Erkenntnis gegeben in Sachen Stürmerfrage. Dietz hat es gut gemacht. Wenn du dann ein Mann weniger bist, dann hängst du halt auch eben in der Luft. Wenn man dann in der zweiten Halbzeit sieht, nachdem wir dann gewechselt hatten, Meiner war drin, Tigges war drin, Adamir war drin, Olesen war drin. Ja, auch ein Tigges, der hing da halt in der Luft ganz alleine vorne. Ne? Meiner ist ab und an mal vorne mit reingestoßen, aber ja, ist halt schwer, ne? Für einen Spieler, der trotzdem noch relativ jung ist, der verletzt war, dann in so einem Spiel reinkommt und der Gegner mit Fünferkette spielt und du ein Mann weniger bist. Ja, ist halt so das Undankbarste, was du haben kannst für einen Stürmer. Auch wenn natürlich eine ganze Mannschaft mit 10 Mann viel mehr Laufarbeit betreiben muss, ist es trotzdem für einen Stürmer sehr undankbar, so ein erstes Spiel. Ja, es wird halt so sein, dass die rote Karte der Gamechanger war. Ich glaube, mit der 1-0-Führung, wenn die rote Karte nicht fällt, gewinnen wir das Spiel souverän. Ob es dann wirklich auch 3-0 wird oder höher, wie ich oder viele von euch getippt haben, keine Ahnung. Aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, wenn die rote Karte nicht fällt, dann gewinnen wir dieses Spiel hundertprozentig. Also ich muss euch ehrlich sagen, ne, und das sage ich jetzt nicht aus dem Rage heraus und so, weil ich sauer bin über das Spiel und über das Ergebnis, aber ich muss euch ehrlich sagen, also viele, auch mein guter Freund Taubi einschließlich und eigentlich auch ich, wir haben gesagt, Verevar wird wahrscheinlich ein gutes Zweitliganiveau haben, aber boah, ich muss euch ganz ehrlich sagen, also da finde ich Regensburg fußballerisch qualitativ viel besser. Also muss ich euch ganz ehrlich sagen, könnt ihr gerne anders sehen, aber ich muss euch ehrlich sagen, allein Zivzivace oder wie der hieß, der das 1-1 gemacht hat, Digga, wie langsam und unbeweglich der ist und wie oft der da gegen 3 Leute durchgegangen ist. Ich habe mir so gedacht, Digga, ich spiele keine Ahnung wie viele Jahre kein Fußball. Hier hat sich der Wohlstand bei mir angesammelt. Digga, ich bin 8-mal so schnell wie der immer noch, Alter. Junge, wie kann er da durch 3 Mann durchgehen? Also ich fand ohne Scheiß, der Einzige in der Mannschaft bei Verevar, der technisch ein bisschen was drauf hatte, war Dardai. Der Rest, Digga, auch mit der 70, der kleine Dunkelhäutige oder Farbige, da muss man ja immer wählen, welches Wort. Ihr wisst, dass ich kein Rassist bin. Der kleine Flügelspieler mit der 70, Digga, der war ja technisch Junge, richtiger Willi Sanu, Alter. Ich hab mir gedacht, Junge, was geht denn hier ab? Also ich hab mir echt gedacht, also fußballerisch, wirklich jetzt, war das für mich eigentlich unterstes Zweitliganiveau. Ohne Scheiß, aber ja, wenn du dich halt so anstellst, so eine rote Karte holst, dann wird es halt schwer, ne? Wir haben dennoch ein paar Chancen gehabt. Ich denke vor allem an die Chance von Linden Meiner, die halt mit sehr viel Pech gegen Pfosten geht. Wenn wir wenigstens das 2-2 machen, dann hast du ein anderes Ergebnis. So spielst du jetzt auswärts gegen einen Gegner, der, würde ich jetzt mal vermuten, wahrscheinlich dann wieder mit einer Fünferkette agiert, der dann zu Hause bunkern kann und auf Konter spielen wird, so wie er es heute auch gemacht hat. Ja, und da tut der FC sich halt immer schwer. Und ich will jetzt nicht sagen, ich habe es gewusst. Ich habe ja 3-0 für den FC getippt. Aber wisst ihr noch, wo das letzte Spiel gegen Stuttgart war, wo ich so richtig aggro in der Reaction war und viele von euch gesagt haben, ach Fabio, Union hat eh gewonnen, für den FC hätte es nicht gereicht. Aber ich habe mich trotzdem abgefuckt, weil es bei Union unentschieden stand, bei uns unentschieden stand und ein Tor für uns und kein Tor mehr für Union die Euroleague bedeutet hätte. Und
Ja, ich habe mich damals nicht so abgefuckt, weil die Euroleague der bessere Wettbewerb ist. Ist er. Bekommt man noch mehr Geld. Aber ich habe mich in erster Linie abgefuckt, weil man halt eben diese Scheiß-Playoffs spielen muss. Und ja, keine Ahnung. Das war dann heute wieder so ein Spiel und so ein Tag irgendwie trotz allem zum Vergessen mit dem Stau, mit dem Endergebnis. Ja, mit dem, ja, irgendwo war es schon ein bisschen Pech. Ich würde es nicht komplett die Niederlage aufs Pech schieben. Da war halt auch ein bisschen Dummheit dabei und Ferre war hat cleverer gespielt. Wie gesagt, fußballerisch sind die für mich um Meilen schlechter als wir, aber ja, Masse nix. Ja, unschöne Randnebensache war dann, dass ja, in der ersten Halbzeit da im Gästeblock Schlägerei war an den Zäunen quasi, beziehungsweise an der Glaswand, an der Abtrennung zur O1 hin. Ich hoffe, dass sich da niemand großartig verletzt hat. Ja, ich finde immer unabhängig von wem sowas ausgeht. Ich werde nie verstehen, wie man sich beim Fußball immer so auf die Fresse hauen kann und immer so betrinken kann, dass man 5 Promille hat. Ich werde es einfach nie verstehen, Freunde. Auch vor dem Spiel, ich gehe vom Parkplatz Richtung Stadion, muss ich mal kurz erzählen. Und dann ist da ein Typ wirklich so besoffen, mit seinem Handy am Telefonieren, richtig so hin und her am Gehen und einfach mitten auf der Straße. Wo ich mir auch denke, Alter. Weißt du, das sind dann so Leute, wenn die angefahren werden oder so, die dann das größte Spiel machen und derjenige, der den dann angefahren hat, kommt in Teufelsküche für so einen Idioten, Alter, wirklich. Also das ist unfassbar. Und genauso sind auch so Leute, sowohl die Ungarn als auch unsere, wenn von unseren Leuten vielleicht da eine Provokation oder so ausgegangen ist, keine Ahnung, aber für mich sind sowas alles dumme Menschen. So, wir gucken noch Fußball, wir lieben den Sport. Warum muss man sich da auf die Fresse hauen? Ich check das nicht, Alter. Dann macht doch Boxsport, dann geht Boxen, da könnt ihr euch in die Fresse hauen, aber warum in einem Stadion, wo auch Kinder sind, check das nicht. Ja, wie gesagt, Freunde, Tag zum Vergessen. Jetzt habe ich am Ende wieder ein bisschen ausgeholt. Ich könnte auch wieder komplett über einen Schiri ragen, das möchte ich aber heute nicht. Der war einfach nur unterirdisch für mich, mehr kann ich dazu nicht sagen oder will ich dazu auch gar nicht sagen. Ja, der Tag ist zu vergessen. Ich würde sagen, die Chancen für den FC es noch zu schaffen, liegen meiner Meinung nach bei 25%. Auch wenn wir klar die bessere fußballerische Mannschaft sind, aber ich glaube, in Ungarn andere Stimmung, anderes Umfeld, da wird schon sehr schwer zu spielen. Also es wird sehr schwere Kost. Ja, ich hoffe, dass wir uns da besser anstellen, dass wir in erster Linie besser Fußball spielen und auch cleverer Fußball spielen, aber da werden wir dann im Match-Talk zum Rückspiel dann nochmal drüber sprechen. Ja, ich für meinen Teil, ich bin in jedem Fall sehr abgefuckt und sehr gebrochen. Ja, ich hoffe, die von euch, die im Stadion waren, sind gut nach Hause gekommen, haben sich nicht so sehr aufgeregt wie ich und ja, hoffe, dass das Sonntag, wenn ich nach Frankfurt fahre, ein bisschen besser wird. Ja, ich werde wahrscheinlich nicht schlafen können, weil ich noch voll Adrenalin in mir habe und mich übelst abfacke, aber ja, was will man machen, Freunde? Man kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Wir haben noch ein Rückspiel und da müssen wir einfach versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen. Ja, das war in jedem Fall meine Reaction, Freunde. Ich hätte noch viel mehr sagen können, aber ich glaube, das reicht. Ich starte das Video dann jetzt noch hoch und dann werde ich auch pennen gehen. Ich werde dann irgendwann morgen Abend oder so erst die Kommentare beantworten können, weil ich morgen den ganzen Tag unterwegs bin. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Und ja, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da für den gebrochenen Bruder. Ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Euer gebrochener, trauriger Fabio ist raus. Haut da rein und ciao. Fearless.